Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Ganz easy erspielt auf Point of Contact, dem berühmten Alien-Modus. Für mich jetzt inzwischen das Lieblingsmodus oder das Lieblingsteil von Ghosts, muss ich ganz ehrlich sagen. GTA, oh no, habe ich gerade keinen Bock. Kommt aber bestimmt wieder. Also so. Yo, was habe ich heute vorbereitet? Ein Commentary über Michael Wendler. Ihr habt richtig gehört, Michael Wendler. Wer ist das eigentlich? Nun ja, es ist eigentlich ein Schlager. Ups, sorry, Headset verschlagen. Ein Schlagerstar, der sich wirklich, in meinen Augen, viel zu stark promotet. Dieser Michael Wendler ist kein schlechter Mensch. In den Medien wird er ja immer als schlecht dargestellt. Berühmt ist er, dieser Schlagerstar, durch ein ganz bekannte Sendung, und zwar Dschungelcamp. Und durch natürlich so einen Song, der einer gemacht hat, Sie liebt den DJ oder sowas. Also Frage vorweg, bist du Michael Wendler-Fan, YouTube Gamescom? Natürlich nicht, was denkt ihr denn? Ich bin kein Michael Wendler-Fan, war ich noch nicht und werde ich auch nie sein. Aber es gibt trotzdem Dinge, wo man sagen muss, wo ich nicht verstehen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf diese YouTube-Videos geht von Michael Wendler und dann sieht, Michael Wendler, der größte Schleimer, das größte Arschloch, der größte Wichser. Das kann man einfach nicht machen, weil das auch ein Mensch ist mit Gefühlen. Und natürlich, er ist selbstverliebt. Aber das ist genau die Masche, die er nutzt. Er nutzt diese Masche und das ist eine sehr schlaue Masche, wie ich finde. Oh Gott, ich habe zu wenig Geld. Zum Beispiel, als er noch gar nicht berühmt war, hat sich der Michael überlegt, wie kann ich Aufmerksamkeit bekommen. Er hat sich also zwei Bodyguards gekauft, ist auf dem roten Teppich gegangen und die Leute haben gesehen, oh, guck mal hier, da ist so ein Typ mit zwei Bodyguards, der kann nur wichtig sein. Und das war der erste Schritt für Michael Wendler, erfolgreich zu sein. Auffallen. Auffallen um jeden Preis. Er muss immer eine Schippe drauflegen. Immer eine Schippe und er übertreibt manchmal. Also da denke ich mir wirklich, Michael Wendler, muss das wirklich sein? Ich bin aber keiner, der sagt, Michael Wendler ist ein Arschloch. Das hat doch keiner verdient. Man kann auch nicht sagen, dass jemand ein Arschloch ist, nur weil jemand selbstverliebt ist. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und wenn ich dann lese auf YouTube, Michael Wendler soll sterben oder er soll sich vergraben, er soll sich erschießen. Na, Aufruf zum Mord. Ja, vielen Dank auch. Ihr seid echt krank. Also wenn ich sowas lese, dann das ist einfach krank. Das ist krank. Mehr ist das nicht. Was ist das hier? Ach, scheiße. Jetzt müssen die Scheiß-Zombies mich wieder hier erwischen. Ja, ich wollte mal wissen, wie steht ihr eigentlich zu diesem Michael Wendler? Wie könnt ihr ihn? Wie seht ihr ihn? Natürlich, er ist selbstverliebt. Auf jeden Fall. Da müssen wir nichts diskutieren. Er macht sich immer wieder wichtig und das können wir auch sehen an einem ganz besonderen Beispiel. Jetzt pass mal auf. Es gab mal eine Frau, die hat den Fanshop geleitet und diese Frau wurde mal auf die Bühne gerufen von Michael Wendler. Da wurde gesagt, ach wie toll sie ist und dass sie nichts verlangt an Geld und jetzt ist es auch richtig dunkel geworden hier vor meinem Bildschirm. Ich glaube, ich krepiere gleich. Nein. Ja, selber schuld. Ja, auf jeden Fall hat Michael Wendler gesagt, hey, du bekommst ein Auto von mir. Ein Auto. Gratis. Pustekuchen. Ja, das Auto war natürlich nur gemietet. Die Frau war enttäuscht. Kann ich absolut verstehen. Aber das ist mal wieder typisch Michael Wendler. Promoten, promoten, promoten und ihm geht's halt auch sehr, es geht ihm ums Geld, aber man sollte nicht über einen Menschen urteilen, wenn man ihn nicht kennt, weil das ist seine Masche. Und die anderen Stars machen das auch nicht anders, die verpacken es anders, klar, ne, die verpacken es anders. Oh, scheiße, Gold machen, da sage ich noch Dieter Bohlen. Bestes Beispiel. Und somit sage ich ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Hoffentlich seht ihr jetzt mal ein bisschen anders über Michael Wendler und geht nicht immer mit diesem Vorurteil drauf. Oh, Michael Wendler, scheiße, Arschloch.
Nun ja, man kann sagen, gut, ich mag ihn nicht. Das reicht doch. Man muss ja nicht sagen, dass... Ja, muss nicht sein. Schreibt bitte fleißig Kommentare. Ich würde mich freuen, was ihr zu diesem Thema haltet. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gott, ich lebe ja. Ja gut, ich bin wieder am Leben, Leute. Ich kann doch nicht aufhören. Da muss ich doch noch was loswerden. Vielen Dank für 1000 Abonnenten. Ich finde das klasse, Leute. Finde ich klasse von euch. Muss mir immer wieder bedanken. Ich bin nicht so einer, der einmal sagt Danke, sondern ich sag mehrmals Danke. Oh, so eine geile Waffe hatte ich echt noch nicht. Guck mal, da fliegen die Zombies auch richtig weg. Ist auch richtig schön hier. Und das Bier ist auch noch von da hier. Ach, und Ende. Hat's stehen lassen. Also Leute, ich bin weg. Ciao.